Lieber August Bebel, alles Gute zu deinem 174. Geburtstag, heute am 22. Ich verbessere mich, heute am Samstag, den 22. Februar 2014. Ich habe mir überlegt, dass ich dir zu deinem Geburtstag einfach mal aus der kürzlich erworbenen Autobiografie habe ich auf dem Hallenser Flohmarkt Halle Messe erstanden, letzten Samstag. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich habe mir überlegt, dass ich aus dem Buch die Rede von Lenin vorlesen werde, weil die meines Erachtens wundervoll ist. Kann ich nur sagen. Okay, ich mache das jetzt zum ersten Mal. Und es läuft mit, wie ihr ja hört. Ich höre jetzt auf zu labern und komme nicht zum Punkt. Also, die Rede von Lenin ist erschienen am 21. in Klammer 8. August 1913 in der Nummer 6 der Sewernaja Prawda. Das heißt zu deinem Tod. Geht jetzt los. Mit der Person Bebels ist nicht nur der unter den Arbeitern einflussreichste und von den Massen am meisten geliebte Führer der deutschen Sozialdemokratie ins Grab gesunken. Bebel verkörperte im Verlaufe seiner Entwicklung und seiner politischen Wirksamkeit eine ganze historische Periode aus dem Leben nicht nur der deutschen, sondern auch der internationalen Sozialdemokratie. In der Geschichte der internationalen Sozialdemokratie sind zwei große Perioden zu unterscheiden. Die erste Periode umfasst die Geburt der sozialistischen Ideen und die Keime des Klassenkampfes des Proletariats. Ein langanhaltender und beharrlicher Kampf äußert zahlreicher sozialistischer Lehren und Sekten. Der Sozialismus sucht nach einem Weg, sucht sich selbst. Der Klassenkampf des Proletariats, das sich kaum aus der allgemeinen Masse des kleinbürgerlichen Volkes auszusondern beginnt, trägt den Charakter vereinzelter Aufblitze in der Art des Aufstandes der Lyon-Weber. In dieser Periode tastet die Arbeiterklasse ebenfalls erst nach ihrem Weg. Diese Periode ist die Periode der Vorbereitung und der Geburt des Marxismus, der einzigen Doktrin, die die Prüfung der Geschichte der Doktrin des Sozialismus bestand. Diese Periode, die ungefähr die ersten zwei Drittel des vorigen Jahrhunderts umfasst, endet mit dem vollen Sieg des Marxismus, mit dem Zusammenbruch, besonders nach der Revolution von 1848, sämtlicher vormarxistischer Formen des Sozialismus und der Lostrennung der Arbeiterklasse von der kleinbürgerlichen Demokratie, mit dem Betreten eines selbstständigen historischen Weges der Arbeiterklasse. Die zweite Periode ist die Periode der Herausbildung, des Wachstums und des Mannhaftwerdens der sozialistischen Massenparteien mit klassenmäßigem proletarischem Bestand. Die gewaltige Ausbreitung des Sozialismus, das nie dagewesene, mannigfache Anwachsen der Organisation des Proletariats, seine allseitige Vorbereitung auf den verschiedensten Gebieten zur Erfüllung seines großen welthistorischen Ziels, das charakterisiert diese Periode. Um sie abzulösen, pocht in den letzten Jahren bereits die dritte Periode an die Tür, da die in einer Reihe von Krisen vorbereiteten Kräfte ihre Ziele verwirklichen werden. August Bebel, selbst ein Arbeiter, erlangte durch hartnäckigen Kampf die sozialistische Weltanschauung, stellte alle seine reichen Kräfte restlos in den Dienst der Ziele des Sozialismus, marschierte jahrzehntelang Hand in Hand mit dem wachsenden und sich entwickelnden deutschen Proletariat und wurde zum fähigsten Parlamentarier Europas, zum talentiertesten Organisator und Taktiker, zum einflussreichsten Führer der internationalen Sozialdemokratie, die dem Reformismus und dem Opportunismus feindlich gegenüberstand. Bebel wurde am 22. Februar 1840 in der Familie eines ärmlichen preußischen Unteroffiziers in Köln am Rhein geboren. Er sog mit der Muttermilch nicht wenige wüste Vorurteile ein, von denen er sich später langsam aber sicher befreite. Die Bevölkerung des Rheinlandes war in den Jahren 1848-49, in der Epoche der bürgerlichen Revolution in Deutschland, republikanisch gesinnt. In der Volksschule sprachen sich nur zwei Jungen, einer von ihnen war Bebel, für die Monarchie aus und wurden deswegen von ihren Kameraden verprügelt.
Für einen Geschlagenen gibt man zwei Nichtgeschlagene, so könnte man in freier Übersetzung des russischen Sprichworts die Moral ausdrücken, die Bebel in seinen Memoiren selbst aus dieser Episode seiner Kindheit zieht. Die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts brachten Deutschland nach langen, schweren Jahren der Konterrevolution einen liberalen Frühling und ein neues Erwachen der proletarischen Massenbewegung. Lassalle begann mit seiner glänzenden, aber nicht lang anhaltenden Agitation. Bebel, damals ein junger Drechslergeselle, liest gierig die von den alten 48ern herausgegebenen liberalen Zeitungen und wird zum glühenden Anhänger der Arbeiterbildungsvereine. Bebel macht sich von den preußischen Kasernenvorurteilen frei, schließt sich den liberalen Ansichten an und kämpft gegen den Sozialismus. Aber das Leben fordert sein Recht, und der junge Arbeiter, der die Broschüre Lassalles liest, gelangt allmählich zu Marx, so schwer es auch in Deutschland infolge der mehr als 10-jährigen Unterdrückung durch die Konterrevolution war, die Werke von Marx kennenzulernen. Die Verhältnisse des Arbeiterlebens, das ernste und gründliche Studium der Gesellschaftswissenschaften führen Bebel zum Sozialismus. Er wäre auch selbst zum Sozialismus gekommen, aber der 14 Jahre ältere und gerade aus dem Londoner Exil zurückgekehrte Liebknecht half ihm, seine Entwicklung zu beschleunigen. Böse Zungen unter den Gegnern von Marx behaupteten damals, dass Marx' Partei aus 3 Mann bestehe, dem Haupt der Partei, Marx, seinem Sekretär Engels und seinem Agenten Liebknecht. Wenn aber unkluge Menschen vor Liebknecht als dem Agenten der Emigranten und Ausländer zurückschreckten, so wusste Bebel in ihm das zu finden, was er brauchte. Die lebendige Verbindung mit dem großen Auftreten von Marx im Jahre 1848, mit der damals gegründeten, zwar kleinen, aber wahrhaft proletarischen Partei, den lebendigen Vertretern der marxistischen Ansichten und der marxistischen Tradition. Donnerwetter, von diesem Mann kann man was lernen. So äußerte sich, wie man sagt, damals der junge Drechsler Bebel über Liebknecht. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre bricht Bebel seine Verbindung mit den Liberalen, trennt den sozialistischen Teil der Arbeitervereine von dem bürgerlich-demokratischen Teil und stellt sich gemeinsam mit Liebknecht in die ersten Reihen der Eisenacher Partei, der Partei der Marxisten, die lange Jahre gegen die andere Partei, die der Lassallianer, gekämpft hat. Die historische Ursache der Spaltung des deutschen Sozialismus lief, kurz gesagt, auf Folgendes hinaus. Auf der Tagesordnung stand die Frage der Vereinigung Deutschlands. Sie konnte bei den damaligen Klassenverhältnissen auf zweierlei Art vor sich gehen. Entweder durch eine vom Proletariat geführte Revolution mit der Schaffung einer gesamtdeutschen Republik oder aber durch dynastische Kriege Preußens, durch die die Hegemonie der preußischen Junker im vereinigten Deutschland gefestigt wurde. Lassalle und die Lassallianer, die schwachen Chancen des proletarischen und demokratischen Weges sahen, betrieben eine schwankende Taktik und passten sich der Hegemonie des Junkers Bismarck an. Ihre Fehler bestanden darin, dass sie die Arbeiterpartei auf eine bonapartistisch-staatssozialistische Bahn zu lenken suchten. Bebel und Liebknecht vertraten hingegen konsequent den demokratischen und proletarischen Weg und kämpften gegen die geringsten Zugeständnisse an das Preußentum, an den Geist Bismarcks, an den Nationalismus. Und die Geschichte hat Bebel und Liebknecht recht gegeben. Ungeachtet dessen, dass Deutschland sich auf dem Bismarckschen Wege ver... Und die Geschichte hat Bebel und Liebknecht recht gegeben. Ungeachtet dessen, dass Deutschland sich auf dem Bismarckschen Wege vereinigte. Nur die konsequent demokratische und revolutionäre Taktik Bebels und Liebknechts, nur ihre Unnachgiebigkeit gegen den Nationalismus, nur ihre Unversöhnlichkeit gegenüber der Vereinigung Deutschlands und seine Erneuerung von oben haben dazu beigetragen, ein festes Fundament für eine wahrhaft sozialdemokratische Arbeiterpartei zu legen. Und es ging eben um das Fundament der Partei. Wenn das Liebäugeln der Lassallianer mit der Politik Bismarcks oder ihre Anpassung an diese der deutschen Arbeiterbewegung keinen Abbruch tat, so nur dank der tatkräftigsten, schonungslosesten,
so nur, dank der tatkräftigsten, schonungslosesten Abfuhr, die Bebel und Liebknecht diesen Versuchen erteilten. Als aber die Frage historisch entschieden war, verstanden es Bebel und Liebknecht 5 Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches, die beiden Arbeiterparteien zu vereinigen und in der Vereinigten Partei die Führerrolle des Marxismus sicherzustellen. Gleich bei der Gründung des Deutschen Reichstags wurde Bebel als ganz junger 27-jähriger Mensch in das Parlament gewählt und die Grundlagen der Parlamentstaktik der deutschen und internationalen Sozialdemokratie, die den Gegnern keinen Fußbreit abtritt, keine, auch nicht die geringste Möglichkeit verstreichen lässt, um eine, sei es nur geringe Verbesserung für die Arbeiter durchzusetzen und die gleichzeitig prinzipiell unversöhnlich und stets auf die Verwirklichung des Endziels gerichtet war. Die Grundlagen dieser Taktik wurden von Bebel unter seiner unmittelbaren Beteiligung und Leitung ausgearbeitet. Das auf Bismarcksche Art vereinigte, auf preußische und junkerliche Art erneuerte Deutschland beantwortete die Erfolge der Arbeiterpartei mit dem Sozialistengesetz. Die realen Möglichkeiten wurden für die Partei der Arbeiterklasse zunichte gemacht. Sie wurde für vogelfrei erklärt. Schwere Zeiten brachen an. Zu den Verfolgungen des Feindes kam noch eine innere Krise hinzu. Schwankungen in den grundlegenden Fragen der Taktik. Zuerst erhoben die Opportunisten ihr Haupt, die sich durch die Aufhebung der Legalität einschüchtern ließen und zu jammern anfingen, sich von den ungeschmälerten Losungen lossagten und sich selber vorwarfen, sie wären zu weit gegangen und so weiter. Einer von den Vertretern der opportunistischen Richtung, Höchberg, finanzierte übrigens die Partei, die noch schwach war und sich nicht sofort auf ihre eigenen Füße stellen konnte. Marx und Engels brandmarkten wütend von London aus die schändlichen opportunistischen Schwankungen. Bebel zeigte sich als wirklicher Parteiführer. Er erkannte rechtzeitig die Gefahr, erkannte, wie richtig die Kritik von Marx und Engels war und verstand es, die Partei auf den Weg des unversöhnlichen Kampfes zu lenken. Eine illegale Zeitung, der Sozialdemokrat, wurde gegründet, die zuerst in Zürich, dann in London erschien und wöchentlich nach Deutschland gebracht wurde und an die 10.000 Abonnenten hatte. Mit den opportunistischen Schwankungen wurde entschieden Schluss gemacht. Eine andere Schwankung war damals, Ende der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts, die Begeisterung für Düring. Kurze Zeit teilte auch Bebel diese Begeisterung. Die Anhänger Dürings, deren hervorragendster Most war, spielten die Linken und glitten sehr bald auf die Bahn des Anarchismus ab. Der scharfen, vernichtenden Kritik der Düringschen Theorien durch Engels wurde in vielen Parteikreisen missbilligend begegnet. Und auf einem Parteiabend wurde sogar der Antrag eingebracht, diese Kritik aus den Spalten des Zentralorgans zu entfernen. Doch alle lebensfähigen Elemente des Sozialismus und an ihrer Spitze selbstverständlich Bebel haben sehr bald die ganze Fäulnis der neuen Theorien erkannt und mit ihnen und jeglichen anarchistischen Bestrebungen gebrochen. Unter der Führung von Bebel und Liebknecht lernte die Partei, die illegale Arbeit mit der legalen zu verbinden. Als die legale Parlamentsfraktion der Sozialdemokratie in ihrer Mehrheit eine opportunistische Haltung bezogen hatte, trat bei der berühmten Abstimmung für die Subventionierung der Dampfschifffahrtsgesellschaft der illegale Sozialdemokrat gegen die Fraktion auf und trug nach 4-wöchigem Kampf den Sieg davon. 1890 ist das Sozialistengesetz, das 12 Jahre Bestand gefallen. Eine Parteikrise, die ungefähr denselben Charakter trug wie die in der Mitte der 70er Jahre, brach von neuem aus. Einerseits waren die Opportunisten mit Vollmar an der Spitze bereit, die Legalität auszunutzen, um den ungeschmälerten Losungen und der unversöhnlichen Taktik abtrünnig zu werden. Andererseits spielten sich die sogenannten Jungen als die Linken auf und glitten zum Anarchismus ab. Wenn diese Parteikrise nur kurz und nicht ernst war, so gebührt hier das große Verdienst gerade Bebel und Liebknecht, die den beiden Schwankungen den stärksten Widerstand entgegenbrachten. Für die Partei begann nun eine Periode raschen Wachstums in die Breite und in die Tiefe. Eine Entwicklung nicht nur der politischen, sondern auch der gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen Bildungs- und anderer Organisationen des Proletariats. Die gigantische praktische Arbeit, die auf allen diesen Gebieten von Bebel als Parlamentarier, Agitator und Organisator geleistet wurde, ist unabsehbar. Gerade durch diese Arbeit hat sich Bebel die Stellung des unbestrittenen und allgemein anerkannten Führers der Partei erkämpft, der den Arbeitermassen am nächsten stand und von ihnen am meisten geliebt wurde.
Die letzte Krise in der deutschen Partei, an der sich Bebel auf das Aktivste beteiligen musste, war die sogenannte Bernsteinerei. Der ehemalige orthodoxe Marxist Bernstein gelangte am Ausgang des vorigen Jahrhunderts zu rein opportunistischen, reformistischen Auffassungen. Man versuchte, die Partei der Arbeiterklasse zur kleinbürgerlichen Partei der sozialen Reformen zu machen. Unter den Beamten der Arbeiterbewegung, unter den Intellektuellen fand diese neue Seuche viele Anhänger. Bebel drückte die Stimmung der Arbeitermassen und ihre feste Überzeugung aus, dass der Kampf für die ungeschmälerten Losungen notwendig sei, als er mit aller Energie gegen diese Seuche auftrat. Seine Reden gegen die Opportunisten auf den Parteitagen in Hannover und in Dresden werden lange Zeit vorbildlich bleiben dafür, wie man marxistische Anschauungen verfechten und für den wahrhaft sozialistischen Charakter der Arbeiterpartei kämpfen muss. Die Periode der Vorbereitung und Sammlung der Kräfte der Arbeiterklasse stellt in allen Ländern eine notwendige Etappe in der Entwicklung des internationalen Befreiungskampfes des Proletariats dar. Niemand hat so ausgeprägt die Besonderheiten und Aufgaben dieser Periode in sich verkörpert wie August Bebel. Selbst ein Arbeiter vermochte er sich den Weg zu festen sozialistischen Überzeugungen zu bahnen und verstand es, zum Vorbild des Arbeiterführers zu werden, zum Vertreter und Mitkämpfer am Massenkampf der Lohnsklaven des Kapitals für eine bessere Ordnung der menschlichen Gesellschaft.